Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Feed the Beast Inventions. So, ich habe jetzt seit der letzten Folge nochmal alle Digitalmeiner aufgestellt. Hier oben ist übrigens irgendwie noch ein Tank. Keine Ahnung, warum der da ist. Komisch. Ja, die laufen auch alle. Aber es gibt folgendes Problem. Ihr habt hier vielleicht schon gesehen, es gibt hier Stau. Das heißt, wir müssen ganz schnell mal zurücklaufen und diesen Stau beheben. Ich gucke nochmal nach, dass ich keine Digitalmeiner mehr im System habe. Das sieht sehr gut aus. Jetzt laufen wir. So, die Farming Station ist ein ganzes Stück weit weg. Wir müssen da wahrscheinlich so ein bisschen beschleunigen, dass die Sachen reingezogen werden. So, momentan könnte es sein, dass das Spiel ein bisschen schlechter läuft, weil wir haben ja jetzt ganz viele Weltenanker aufgebaut. Und da sollte man vorsichtig mit sein. Die Weltenanker, die sind halt, die verursachen ziemlich viele Lags. Also, ich habe ja jetzt einen Online-Server hier. Aber der, guck mal, hier ist schon was unter den Schienen abgebaut worden. Deswegen ist da die Schiene schon weggebrochen. Man muss also danach immer alles kontrollieren. Hier wird auch noch die Schiene wegbrechen, weil da was unten drunter liegt und so weiter. So, wir laufen nochmal hier ganz zurück und dann werden wir oben in der Basis den Import da, den Import von der Kiste ein bisschen beschleunigen, damit das dann halt auch leer gesaugt wird da. Machen wir jetzt einfach Vollspeed, dann machen wir so viel rein, wie es geht, damit das richtig schnell abgesaugt wird. So, es ruckelt ein bisschen, seht ihr schon? So, jetzt gucken wir uns erstmal an. Also wir brauchen schon mal Beschleunigerkarten, das ist klar. Beschleunigerkarten, da haben wir 9 Stück. Und wir gucken mal hier hinten, das ist die dazugehörige, der Importbus, den machen wir jetzt einfach ganz schnell. Der war sowieso gar nicht beschleunigt. Jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt seht ihr, dass hier das Material tatsächlich in einer irrsinnigen Geschwindigkeit reingezogen wird. Und jetzt haben wir also auch Platz für unsere Digitalminer. So, da kommt jetzt richtig was an. Die Frage ist nur, ob hier auch verarbeitet wird automatisch. Achso, es ist ja... Ist gar nicht aufgefallen, dass das... Was ist das? Achso, wir haben ja hier noch Zeug drin liegen. Stimmt, das müssen wir zwischendurch mal leer machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier oben... Die müssten eigentlich jetzt laufen automatisch. Die müssen jetzt hier eigentlich ganz schön... Was machst du hier? Silbererz, okay. Und was machst du? Okay, warum läufst du nicht? Der hat eine Schnittstelle. Der ist also auf Automatik. Okay. Ja, hier wird jetzt ziemlich viel Erz ankommen. Ich hoffe mal, dass hier die Festplatten reichen. Ansonsten müssten wir hier nochmal neu... Oh, ja, das reicht. Ja, stimmt. Guck mal, hier alles, was grün ist. Das ist alles noch leer. Überwiegend leer. Da haben wir also echt noch Platz. Hier hat sich jetzt schon ein bisschen was gefüllt. Ah, das ist aber alles Flüssigkeiten. Okay. Und hier läuft es immer noch gut. Ja, super. Dann können wir ja auch hier unser Inventar mal ein bisschen noch... Komische Geräusche hier bei mir. So, die Beschleunigerkarten tun wir da rein. Die Schienen tun wir da rein. Den... Brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir hier noch eine Endertruhe. Die lassen wir auch hier. Das tun wir wieder dahin. Das tun wir dahin. So, die Bücher hier, die behalten wir mal im Inventar. Gut, eigentlich brauchen wir dann... Ja, eigentlich soll das erstmal laufen. So, da unten wird also jetzt erstmal das ganze Erz aus den Wänden rausgehauen. Und wir können uns was anderes kümmern. Wir können zum Beispiel hier die Maschinchen schon mal leer machen. Die sind nämlich auch schon wieder ganz schön voll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man die... Wie kriege ich das da raus? Ach, get! Okay. Nee, das wollte ich gar nicht. So, get. Und get. Und get. Und... Get, das sind alles Rüstungsteile, die wir hier haben verarbeiten lassen.
Die werden hier klein gehauen und jetzt siehst du hier schon, guck, da kommt jetzt Eisen. Das bleibt drin, weil das nämlich so voreingestellt ist. So, get. Hier kommt auch das Leder her, weil die haben irgendwie irgendwelche Monster haben wir hier platt machen lassen. Okay. Eigentlich wird euch jetzt schon ganz gut abgepumpt. Wird, glaube ich, hier, ich muss nur einfach hier, immer nur hier stehen und das immer wieder, ja, guck, jetzt geht's immer schneller. So, jetzt ist leer. Okay. Die restlichen Sachen können wir hier reinwerfen. Da haben wir eine ganze Menge Gold bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir brauchen ja Enderman-Köpfe, ob wir hier vielleicht. Oh, ja, stimmt. Das sollten wir abschalten. Oder wir schalten einfach die Monster wieder ein. So. Ob wir hier einstellen können, dass Endermänner geköpft werden. Geköpft, ja. Was haben wir hier? Das ist eine Painting Machine. Warum steht denn die hier? Komischer Platz. Das hat bestimmt der Maggi gemacht. So, dann schauen wir mal hier. Also erstmal brauche ich Ardite. Oh, es sind noch 12 Ardite da. Was bist du? Endermann-Kopf. Endermann-Kopf. Der würde uns ja, glaube ich, schon reichen, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir legen das mal hier rein und machen erstmal unsere Werkzeuge hier wieder ganz. Na, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Das werdet ihr fast gar nicht merken. Wir bleiben hier so stehen und wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder da. Jetzt gucken wir uns mal an. Also, wir brauchen Ardite und ich habe mir gerade überlegt, wir machen vielleicht nochmal ein neues Schwert. Haben wir denn hier irgendwie Rapier? Und auch nur diese komischen. Ardite. Ardite haben wir hier auch nicht. Dann gucken wir mal, ob wir die Rapiersachen vielleicht herstellen können. Wie sieht es denn hier aus? Was haben wir denn hier? Wir haben hier robuster Ardite-Griff, Ardite-Werkzeugbindung und Ardite-Werkzeug. Griff. So, wir wollen bauen. Langschwert, Breitschwert, Rapier wollen wir bauen. Dafür brauchen wir. Dieses kleine Ding, dann das da. Die müssten hier mal bezeichnet sein. Das wäre einfach viel leichter. Wir gießen jetzt einfach mal neue. So, wir machen jetzt neue Werkzeuge, neue Rapiere. Dafür müssen wir erstmal gucken, ob wir hier überhaupt Ardite drin haben. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Was ist denn da drin? Zinn. Ah, Entschuldigung. Zinn, 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 Zinn. Hier ist kein Zinn. Wir brauchen also erstmal, glaube ich, Querstangengussform. Schwertklinge. Bin mir nicht ganz sicher. Schwertklinge. Ist es das? Und, was hat man gesagt? Robuster Werkzeuggriff war es nicht. Was ist das hier? Robuste Griffgussform. Nee, das nicht. So. Das mal hier rein. Aber wir können ja schon mal damit anfangen. Das können wir schon mal gießen. Es geht aber so schnell. Wir müssen erstmal rausfinden, was wir für. Warte mal ganz kurz. Muss man das nochmal angucken. So, wir wollen bauen Rapier und dafür brauchen wir. Das ist doch schon die Schwertklinge, glaube ich. Kann man hier irgendwie. Nee, kann man nicht. Und wir brauchen hier robuster Griff, glaube ich, ist das. Werkzeuggriff. Robuster. Wir gucken uns das mal an. Wir legen das mal hier rein, ob das geht. Das da. Und jetzt brauchen wir noch eine Schwertklinge. Wir testen das erstmal. So. So, erstmal testen, ob es das ist. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das da. Und das da. Siehst du, es geht nämlich nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Robuster Werkzeuggriff, könnte es das sein? Sieht so ähnlich aus. Ja, wir bräuchten hier irgendwie Mist. Ich glaube, das ist das Falsche. Das ist, glaube ich, das Richtige. So, nochmal gucken. Nicht, dass wir das Falsche bauen. So, das da. Und das. Aha, so, jetzt geht's. Also, wir brauchen Werkzeuggriff. Wir brauchen Querstange und wir brauchen Schwertklinge. Jeweils 6 Stück machen wir jetzt von jeder Sorte. Ich bräuchte Zinn, damit ich hinten noch an dieses Becken komme. Ah, ich habe eine andere Idee, pass auf, so. Wuppdiwupp. Abgebaut, das bisschen Zinn, das macht uns nichts. Hauen wir jetzt das wieder dahin und da machen wir die Schwertklinge rein. So. Alles brauchen wir 5-mal. Wie viel haben wir jetzt? 4. Also noch einmal. So. Achso, die Schablone können wir natürlich hier lassen. So, die Schablone kann hier bleiben. Wir brauchen aber auch noch Ardeit. Pass auf, wir machen Ardeit mal als Blöcke. Genau. Ich hoffe, dass das noch reicht. Wie viel Ardeit ist noch drin? Ah, das wird knapp. Kein Ardeit mehr. Und die sind aber voll. Die sind auch voll. Wir müssen hier noch ein bisschen Ardeit besorgen. Ardeit kriegen wir allerdings nur im Nether. Das heißt, wir müssen im Nether nochmal kurz nach Ardeit nachher suchen. So, jetzt machen wir erstmal Blöcke draus. Barren. Wir machen Barren da draus. Nein, halt, hier oben wollte ich hin. So, wir gehen hier gleich auf Rapier, machen hier schon mal Nummer 1. So. Und dann müssen wir das Ganze auch gleich verbessern. So, wir brauchen Diamanten. Wir brauchen Smaragde. Oh, habe ich nur 4 Stück hier? Okay. Dann brauchen wir Lapislazuli. Aber als Blöcke. Und wir brauchen Redstone. Und ich habe schon wieder vergessen, was Beheading war. Aber wir haben das Buch ja noch dabei. Es war das rote Buch. So, wir gucken nochmal Beheading. Was war das? Excavator können wir auch mal wieder bauen. Haben wir nämlich auch nicht. Paper, Manonyme, Emerald Speed, Auto Repair, Auto Smelt, Lack, Sharpness. Sharpness können wir auch gut brauchen. Das wäre dann. Ah ja, gut. Das ist Quarz. Müssen wir mal gucken, ob wir Quarzblöcke hier haben. Nö. Necrotic auch nicht. Silky. Reinforced. Knockback, Beheading. So, dafür brauchen wir. Eine Enderperle und Obsidian. Okay. Enderperle und Obsi. So, wir gucken mal, ob das klappt. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Und schauen mal, ob das geht. So, erstmal legen wir ein Schwert rein. Dann machen wir hier eine Enderperle hin. Und da das. Ach, die müssen ja alle. Müssen die alle noch abgedatet werden?
Wir haben alle noch keine Modifikatoren, glaube ich. Naja, die müssen alle noch trainiert werden. Ich glaube, die müssen alle trainiert werden. Mist. Dann hauen wir hier erst nochmal das ganze Material rein. Was wir eben rausgenommen haben. Das kommt hier rein. Und Arbeit nehmen wir mit. Hier in die Kiste legen wir nochmal den Griff rein. Der könnte hier dann bleiben. So. Und da müssen wir hier nochmal unsere Werkzeuge reparieren. Erstmal hier die Axt. Spitzhacke. Den. Den. Wieso nicht aus Ardite? Na, das war ja klar. Gut, dann machen wir das nochmal. Und das nochmal. Und nochmal. Das legen wir uns da oben hin. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall Schwerter gemacht. Und zwar gute Schwerter. Ich hoffe, dass es gute Schwerter sind. Ding dong. So, wir hauen mal die hier raus. Auch das. Und legen mal das dahin. Jetzt müssen wir auf irgendwas eintrashen. Die Monster sind ja, glaube ich, an, oder? Das Problem ist, dass unsere Rüstung jetzt gerade ziemlich schlecht ist. Wir müssen also wahrscheinlich nochmal die Rüstung tauschen. Hier haben wir die Rüstungsständer. Und einen hatten wir doch. Hier ist dann unsere Rüstung. Okay, das ziehen wir mal aus. Und dann müssen wir mal auf Monsterjagd gehen. Mit unserem Schwert. Wo können wir denn guten Monster jagen? Wo können wir denn guten Monster jagen? Am besten doch in der neuen Eisenbahn, oder? So, machen wir uns gerade mal Folgendes. Wir nehmen uns eine Fackel und kleben die uns hier oben. War das nicht so? War das da? War das hier? War das da? Nee, es geht nicht. Weiß es nicht mehr. Wie war das denn? Ist egal. So, wir müssen ein ganzes Stück laufen. Ihr seht, hier läuft es noch alles. Wir können auch zwischendurch mal gucken, wie sieht es denn hier aus? Wie viel musst du noch abbauen? Das ist noch eine ganze Menge. Ich höre aber hier schon Monster. Wir können ja hier schon mal die Augen offen halten, ob irgendwelche Monster kommen. Momentan ist unser Schwert ja noch ziemlich schlecht. Aber das kriegen wir bestimmt jetzt bald geregelt. So, die laufen natürlich alle noch hier. Die haben ja ganz schön viel abzubauen. Ja, waren ganz schöne Löcher gerade drin. So. Ups. Achso, wir können ja jetzt wieder fliegen. So. Und dann gibt es heute eine Folge, die bei mir ganz selten ist, nämlich eine Kampffolge. Am Ende der Beleuchtung hier sollten wir dann nicht genug Monster finden. Wir können auch gerade mal gucken, was unsere Digitalminer machen. Wir sind ja schon ein ganzes Stück weit gekommen. Könnte natürlich auch hier einfach irgendwo reingehen. Aber da hinten wird es dunkel. So, und hier müssten wir jetzt eigentlich ein paar Monster spawnen. Wo kommt denn das Licht hierher? Ja?
Ah, da. So, da hinten ist unser Digitalminer. Und hier kommen jetzt die ersten Monster erst. Bisschen schwach, oder? Aber unser Schwert kann ich ja auf jeden Fall trainieren. Kommt doch gleich von der anderen Seite. Wo ist er? So, wir laufen mal einfach hier quer durch die durch den Untergrund. Oh, könnt ihr überhaupt was sehen? Oh. Ihr könnt gar nichts sehen. Da müsste ich mir mal Nachtsicht besorgen. Haben wir ja eigentlich auch da. Wir haben ja Nachtsicht-Tränke gemacht. Die müsste ich nur holen. Dann können wir hier ganz leicht mit Nachtsicht auch... So, erstmal heilen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Da müssen wir jetzt schnell sein. Ja, zum Glück ist die Eisenbahnschiene nicht kaputt gegangen. Hier ist irgendwas daneben. Guck mal, es sind ganz viele Monster, aber wir haben hier überhaupt keine... Ja, hier ist bestimmt eine Höhle oder sowas. Die laufen uns hier hinterher. Ach, die laufen auf der anderen Seite. Die laufen auf der anderen Seite. Mit dem Brot erschlagen. So. Wir machen gerade irgendwie keinen Schaden. Das ist aber nicht wie bei 1.10. Hier kannst du volle Kanne draufhauen die ganze Zeit. Hier gibt es das noch nicht mit dem, dass du Pause machen musst beim Schlagen. So. So, wie sieht es denn jetzt mit unserem Schwertchen aus? Das ist immer noch unbeholfen. So, wir holen uns erstmal Tränke der Nachtsicht in der Base. So. Ich habe ja extra noch ein paar mehr gemacht gehabt. Da waren sie. So, die legen wir uns mal hier rein. Und ich nehme gleich mal... Wie lange halten die denn eigentlich? 3 Minuten. Ja, pass auf, wir legen mal hier erstmal... das ganze Zeug ab. Das brauchen wir nämlich nicht. Das ist ja hier von den Monsters und so weiter. Die Schiene lege ich auch ab. Und dann sagen wir mal... geht back. Kann ich hier mit back wieder zurück? Super.
Aber das ist nicht die Stelle, wo wir vorher waren. Nee, wo sind wir jetzt? Nee, hier wollten wir nicht hin. Wir wollten eigentlich ganz auf die andere Seite. Warte, Sekunde. Wir wollten nach hier. Wo ist denn hier? Da wollten wir hin. Oh, oh, oh. Und dann wollten wir nach Norden. Da, da lang. So, 3 Minuten haben wir Zeit. Man kann die Tränke aber auch noch verbessern. Dann geht es, glaube ich, 20 Minuten lang oder so. Das könnten wir in der nächsten Folge mal uns angucken, wie das geht. Oh, da ist ja ein Kunde. Hi, grüß dich. So, der wäre schon mal fertig gemacht. Wir können, nee, auf 8 Minuten kannst du es, glaube ich, erweitern. Du kannst, glaube ich, den Angriff auf 8 Minuten erweitern. So, jetzt geht's hier rüber. Da sind eine ganze Menge Monster, die auf uns warten. Nämlich hier drüben. Nö, nee, gar nicht. Hier sind wir mittendrin und hier ist aber niemand. Komisch. Wo sollen die denn sein? Wir gehen mal näher ran. Ah, guck mal, die verstecken sich weiter da hinten. Können wir hier vielleicht mal aufstemmen? Hm. Da ist nochmal Kundschaft. Oh, das ist schlecht. Ja, das war blöd, weil da bin ich hängen geblieben. So. So, also wir müssen unser Schwert irgendwie verbessern. Und das ist ein bisschen komisch. Ich dachte eigentlich, man könnte... Naja gut, die Modifikatoren kriegst du erst, wenn du die... Wenn du das Schwert schon so ein bisschen... Ja, gearbeitet hast. Das ist ja auch schon vernünftig eigentlich. So. Da hinten ist noch Kundschaft. Ah, von der Seite kommen noch Leute. So. Wir sollten uns eine Monsterfarm bauen, wo wir so einfach auf die Monster einschlagen können. Ich muss erstmal was essen. Und wie ich gerade sehe, erstens geht unser Nachtsichttrank gerade zu Ende. Und zum anderen ist die Zeit rumgelaufen, vorbei. Wir müssen also jetzt leider die Folge beenden. Aber morgen geht's weiter und ich hoffe, dass wir dann vielleicht nochmal das eine oder andere... Vielleicht trainiere ich auch mein Schwert mal irgendwie so ein bisschen außerhalb von den Aufnahmen, damit es nicht so lange dauert. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.